Die schlimmsten Dinge kommen manchmal ganz unscheinbar daher. Willkommen zu WatchMojo Deutschland, heute mit weiteren Top 10 der besessenen Puppen aus dem realen Leben. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir auf gruselige Puppen aus dem echten Leben. Fiktive Puppen aus Film und Fernsehen kommen leider nicht vor. Sorry, Chucky. Es gibt leider nicht viele Informationen zu den Puppen, aber wir haben versucht, so viel wie möglich über sie herauszufinden. Nummer 10. Die Puppe Amanda. Die von Heinrich Handwerk gefertigte Puppe aus dem Jahr 1884 ist bekannt für unheimliche Vorkommnisse in ihrer Umgebung. Mehr als 20 Mal stand sie bereits zur Auktion. Alle ihre Besitzer gaben an, Merkwürdiges erlebt zu haben, während sie in ihrem Besitz war. Berichten zufolge bewegte Amanda Räume, sorgte für Albträume und kratzte sogar ihre schlafenden Eigentümer. Sobald sie im Terrormodus war, soll sich ihr unschuldiges Gesicht in ein fieses Grinsen verwandelt haben. Ihre Taten sicherten ihr einen Platz in John Harkers True Tales Trilogy. Nightmarish Accounts of Paranormal Activity. Nummer 9. Caroline. Man sagt, Caroline kommt aus einem Antiquitätenladen in Salem, Massachusetts. Weiter heißt es, dass die Puppe nicht nur von einem, sondern von drei Geistern besessen ist, die die Kontrolle über sie haben wollen. Geisterjäger glauben, dass es die Seelen ehemaliger Besitzer sind. Sie sind dafür bekannt, ihren Eigentümern Streiche zu spielen. Das beinhaltet das Verstecken von Büchern, Objekte zu bewegen und dem Flüstern ins Ohr, wenn man sie nahe bei sich hält. Ein Besitzer berichtet, sie hätte "Make it you" gesagt, was er als viel Glück interpretierte. Seit ihrer letzten Untersuchung im Jahr 2004 war diese nicht böswillige Puppe nicht mehr gesehen. Nummer 8. Die Puppe Susie. Man kennt die Puppe Susie aus den Archiven von Lorraine Warren. Heather Platt bekam Susie von ihrer Tante Robin zum Geburtstag geschenkt. In derselben Nacht wurden ihre Eltern von einem Knurren geweckt und sahen auf der Straße eine Schattengestalt auf ihr Haus zulaufen. Im Anschluss fing Susie an, Gegenstände zu verrücken. Diese waren oft zu schwer, um von einem Kind bewegt zu werden. Auch riss sie nachts dem Kind die Haare aus. Lorraine Warren wurde gerufen und nach einem Exorzismus war der Geist der Puppe aus dem Haus. Nummer 7. Alter Mann Puppe. Nachdem der Vorbesitzer angab, sie hätte ihn gewürgt, kam die Puppe in die Hände der Parapsychologin Jane Harris. Der Mann sagte, er hätte das Erbstück in einer Schublade neben seinem Bett gehabt, als er eines Nachts aufwachte, weil er von kleinen Puppenhänden gewürgt wurde. Zusätzlich soll ihm die Puppe noch blaue Flecken und Kratzer zugefügt haben und ihm weiter Albträume verschafft haben. Jane wurde angerufen, kam und stellte Kameras auf. Die Aufnahmen zeigten die Puppe, wie sie sich in ihrer Vitrine umherbewegte und bestätigte damit den Verdacht, dass die Puppe besessen war. Nummer 6. Elmo. Sogar die Elmo-Puppen scheinen eine dunkle Seite zu haben. 2008 erlangte eine Familie aus Florida Bekanntheit, die behauptete, dass die Elmo Knows Your Name Puppe Morddrohungen gegenüber ihrem Sohn aussprach. Während ihr Sohn mit der Puppe spielte, hörte Melissa Bowman die Puppe James töten sagen. Die Puppe ist so programmiert, dass sie sich Namen merken kann. Nach einem Batteriewechsel fingen die Drohungen an. Fisher-Price stieß eine Untersuchung an und bot der Familie einen Gutschein für eine neue Puppe an. Nummer 5. Baby-Teufel-Puppe. Im 19. Jahrhundert kamen in New Orleans viele Geschichten über Zauberei und Fluche auf. So auch über die Baby-Teufel-Puppen. So soll eine von der Voodoo-Königin Marie Laveau verfluchte Braut ein vom Teufel selbst gezeugtes Teufelsbaby zur Welt gebracht haben. Um sich selbst zu schützen, schnitzten die Kreolen daraufhin Teufelsbabys und hingen diese an ihren Häusern auf. Der Künstler Riccardo Pustiano nahm verbleibende Teile einer Puppe und fertigte damit das Teufelsbaby sowie weitere Repliken an. Sind sie zusammen, sollen sie miteinander flüstern und Aschenbecher umwerfen. Werden sie getrennt, so heißt es, dass sie anfangen zu weinen. Nummer 4. Die Pulau Ubin Barbie. In Singapur gibt es eine Barbie-Puppe, die von vielen besucht wird, damit ihnen die Seele eines jungen Mädchens Gesundheit und Wohlstand gibt. Laut Geschichte wurde 1914 ein deutsches Paar als Spione gefangen genommen.
Ihre Tochter entkam aber und auf der Flucht fiel sie eine Klippe runter und starb. Dort wurde ein Schrein errichtet, der ihre Urne enthielt. Nachdem ein Mann 3 Nächte in Folge von ihrem Geist heimgesucht wurde, kaufte er eine von ihr gewünschte Barbie und tauschte sie gegen die Urne aus. Nummer 3. Voodoo-Zombie-Puppe. Im Jahr 2004 gelangte die ursprünglich aus New Orleans stammende Puppe in den Besitz einer Frau in Galveston, Texas. Sie kam in einer Metallbox, auf der eBay-Verkäufer einen Zettel klebte, auf dem stand, dass sie nicht herausgenommen werden sollte, da sie fast lebendig sei. Sie holte sie dennoch raus und behauptete dann, von der Puppe angegriffen und in den Träumen verfolgt worden zu sein. Um sie loszuwerden, verkaufte sie die Puppe mehrere Male erfolgreich auf eBay. Es kam aber immer nur die Kiste an, denn die Puppe erschien immer wieder vor der Haustüre der Frau. Schließlich nahm sie ein Geisterjäger, in dessen Besitz sie bis heute ist. Nummer 2. Die Puppe von Haugang. Ein Passant fand die Puppe an einen Baum gelehnt. Eigentlich sieht sie unschuldig aus, wenn da nicht die verbundenen Augen wären. Sie tauchte ungefähr 2014 in Singapur auf. Nachdem Bilder auf Reddit gepostet wurden, erklärte ein Nutzer, dass die Schrift arabisch ist und im Namen Gottes bedeutet. Offenbar bewegt sich die Puppe von alleine fort und besitzt eine Frauenstimme. Der Erstbesitzer gab an, dass der einzige Weg, die Puppe loszuwerden, war, sie an einen Baum zu legen und ihre Augen zu verbinden, damit sie nicht mehr nach Hause finden kann. Nummer 1. Paddy Reeds Puppe. Diese gruselige Puppe ist die einzige, die von Menschen besessen scheint und nicht andersrum. Paddy Reed nahm ihre Puppe auf dem Wagen mit, als die Donnerparty im Jahr 1846 in Richtung Kalifornien loszog. Als die Reisenden im Schnee stecken blieben, gingen die Vorräte aus und sie wurden zu Kannibalen. Die komplette Familie überlebte den Trip. Die Puppe kann heute im Sutter's Fort State Historical Park Museum in Sacramento, Kalifornien bewundert werden. Anders als die anderen ist diese Puppe vor Schock ganz still. Sie mag keine übernatürlichen Kräfte haben, inspiriert aber dennoch Horrorgeschichten. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.